Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Qwerty Random T-Shirt Video. Ich bin's wieder Cedric. Das ist schon ein bisschen her. Ich weiß, hier drin halt ist fürchterlich. Vielleicht muss ich das Ganze nachvertonen. Aber ja, ich habe wieder eine Qwerty-Kontrolle gemacht. Die Adresse habe ich nicht beschwert. Hoffentlich habt ihr das jetzt nicht gesehen. Ich muss jetzt mal Post bearbeiten. Egal. Ja, also ich habe Qwerty bestellt. Qwerty-Shirts gehen eine Freundin von mir, deswegen ist die Größe noch ein bisschen anders. Ich packe das Ganze einfach mal aus und guck mal, was ich so bekommen habe. Ja, sehr gut. Ja. Fangen wir doch mal an mit diesem T-Shirt. Das ist eins von meinen. Ich denke, ihr könnt das ja gerade ein bisschen schwer sehen. So, Entschuldigung, das ist wieder etwas von einem Manga, Serie, Anime, die ich nicht schaue und nicht kenne. Schreibt mal in die Kommentare, von was das hier ist. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Sieht aber ganz gut aus, gefällt mir. Aber ich glaube, das kriegt meine Freundin. So, lege ich mal einfach zur Seite. Gucken wir mal rein. Das ist... Das, was eine Freundin von mir kriegt. Deswegen ist das auch nicht so groß. Ein Zelda-Thing. So. Ein Zelda-Thing, denke ich, wegen den Trinity Force. Cool eigentlich. Ich würde es tragen wollen. Finde ich cool. Kriegt, wie gesagt, eine Freundin von mir. Deswegen auch etwas kleiner. Gefällt mir gut. Ja. So. Ja, weiter zum nächsten. Das ist auch wieder das, was meine Freundin kriegt. Nicht meine Freundin, sondern, ach ja, ihr werdet sehen, eine Freundin von mir. Das ist, ich glaube, also Shihiro, ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich damit nicht aus. Ich kriege wieder Flame von euch, Moment, ich zeige es euch mal ganz gescheit kurz. Ja, hier ein... Deswegen denke ich, dass es irgendwie Shihiro ist. Ich kenne mich damit echt nicht aus. Das ist nicht ganz meine Welt. Cooles Ding, würde ich anziehen. Wird sie sich bestimmt freuen. So, machen wir weiter. Das müsste dementsprechend wieder eins zum nächsten sein. Ja, Größe passt. Okay, das ist jetzt... Ups. Entschuldigung. Das ist jetzt nicht eins der Sachen, die ich so nice finde. Ich glaube, das gebe ich weiter. Ja, so ein Tiger, keine Ahnung, ist jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das hier unten so sein soll. Es soll irgendwie so sein, Alter. Nee, ist jetzt nicht ganz mein Geschmack. Ist trotzdem ein ganz neues T-Shirt, aber ich mag den Tiger jetzt nicht so sehr. So. Eingreifen. Okay, was ist das? Okay. Oh. Das ist aber schön. Moment, ich finde das mal, was ich gescheit habe. So. Ja, da ist ein, ich würde sagen, ein Hai. Der möchte dieses süße Mädchen, der mag dieses Mädchen, obwohl sie eigentlich essen sollte. Keine Ahnung. Sieht nice aus, würde ich tragen. Ist irgendwie cute. Sieht ein bisschen wie ein Kinder-T-Shirt aus, aber ich glaube, das kannst du ganz cool. Tragen. Gefällt mir. Ich weiß, ihr seht das immer so ein bisschen doof, weil das hier so blöd knickt. Ich bin übrigens hier in meiner neuen Wohnung. Kommt noch eine Roomtour auf jeden Fall. Hier ist aber noch nichts drin. Also, wir haben noch kein einziges Möbelstück hier bis jetzt reingeräumt. Deswegen ja. Aber kann ich jetzt gut filmen, weil steht ja nichts Persönliches dran. So, machen wir weiter. So. Okay. Das ist doch. Das sieht doch ganz cool aus. Schön gezeichnet. Gefällt mir. Also würde ich persönlich tragen. Ich weiß nicht genau, ob das soll. Nee, ich glaube nicht, dass es Zelda ist. Es ist irgendein Krieger, vielleicht Kriegerin. Ich glaube, Kriegerin. Mit einem Schild, Schwert, Köcher, mit Pfeilen und einem Bogen. Hier, Bogen. Wir sind hier ran. Da hinten ist so eine Art
Vulkan. Ja. Ganz cool eigentlich. Okay, das ziehe ich an, das gefällt mir. Was haben wir denn hier? Das ist ja cool. Da lernt man gleich was. Okay. Hier haben wir ein Ding mit ganz vielen Wahlen. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Wahlen null aus. Sieht irgendwie cool aus, aber ob ich das tragen würde so. Ich weiß, ihr seht schon wieder sehr schlicht. Ja. So. Ob das passt. Stehen Blue, Sperm, Fine, Narwhal, Belusha, Humpback, Bowhead, Ride und Greathawk. Ist ein ganz cooles Ding, gefällt mir. Aber wenn ich das tragen würde, weiß ich nicht. In der Öffentlichkeit sind Wale. Weiß ich nicht, ob das so jetzt unbedingt meinem Stil entspricht. Ach, ist das jetzt schon das Letzte? Das ist schon das Letzte. Oh, es ist ein Pokémon-Shirt. Und zwar ist das die Evolution von Shiggy. Das ist ja cool. Macht immer den Bildschirm aus, weil ich ganz wenig Akku habe davon. Habe es nicht aufgeladen, ich bin Profi. Ja, eigentlich ganz cool, da haben wir Shiggy. Ich überlege gerade, wie der Name war. Ich bin so ein schlecht, das ist nicht meine Generation von Pokémon. Ich habe immer die vierte Generation gespielt. Deswegen keine Ahnung mehr. Ist cool, kann man auf jeden Fall tragen, gefällt mir. Würde ich auch tragen, so. Ja, ich denke, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen kann ich euch die Sachen leider nicht angezogen zeigen, weil ich im Umzug bin. Vielleicht, ja, seht ihr aber, wenn ich mich mal zeigen sollte, mit einem dieser T-Shirts. Falls ja, schreibt mal in die Kommentare, was euch auf jeden Fall gefallen hat. Das wäre ganz interessant für mich. Vielleicht habt ihr auch Lust, irgendeines dieser T-Shirts nachzukaufen. Gibt's alle bei QWERTY.com. Link in der Beschreibung. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.